Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Let's Play Dishonored. Warum hast du mich gerade so schief angeschaut? Weil ich dich nicht gerade anschauen kann. Sache ist das, Junge, ne? Das ist eher so gesessener. Nicht sehen, ich muss in einem Keller sein. Es gibt kein Krankenhaus, das sagte ich doch. Treiben Sie die Leute zusammen, weil es ein Heilmittel gibt. Es sind Stadtwachen. Die sollten doch die Leute beschützen. Das haben sie. Sie beschützen die Gesunden vor Leuten wie uns. Den Kranken. Mir geht es nicht so schlecht. Schaut einmal mein Ding um, wo es was zum Moment gibt. Hier gibt's nichts mehr, außer dem Ausgang. Halt, da gibt's was. Ein stachelige Granatenhülle. Da können wir nirgends drauf, ne? Doch, da. Na, was nichts bringt. Die solchen Karren kommen jetzt alle paar Minuten. Wir müssen nur aufspringen und damit wegfahren. Das ist oben. Was ist mit der Lichtwand am Rodfall-Gate? Wir halten sie heiß. Darüber können wir uns Sorgen machen, wenn wir da sind. Du hast doch keine besseren Ideen gehabt. Weil du nicht richtig zuhörst. Diese Tollboys warten nur darauf, zuzuschlagen. Wir schalten die Flutlichter ein und sie gehen auf die Jagd nach solchen Opfern. Wir sind durch. Okay, aber es wurde gerade ein Missionshinweis dazugefügt. Alle paar Minuten kehrt der Seuchenwagen in den überschwemmten Bezirk zurück, um mehr Leichen abzuladen. Während er anhält, sollte es möglich sein, von den Dächern darauf hinabzuspringen und damit durch das Rutschertor zu gelangen. Und töten ein Dutzend Menschen? Ich habe nicht vor, Menschen zu töten. Denk doch mal nach, Mensch. Wir müssen uns entscheiden. Der Typ mit der Maske kam den ausgetrockneten Kanal hoch. Das Gebiet der Walfänger. Nicht gut. Hallo. Die sind wir. Ja, und es sind Überlebende. Wenn sie aktiv sind, beginnen die Tollboys aktiv nach Überlebenden zu suchen und verlassen ihre Patrouillenpfade. Das heißt, du musst die Scheinwerfer ausschalten. Sonst kannst du nicht draufspringen. Tja. Nein, ich muss sie einschalten, weil wenn die eingeschalten sind... Gut. Wir stellen besser erstmal... Hallo. Alter! Was ist mit dem los? Ja, mach einen Luke. Warum? Das ist ein quasi ein unbescholtener Bürger. Und warum haut er sich dann? Keine Ahnung. Weil auch unbescholtene Bürger Arschlöcher sein können. Ich habe Mosleys Lagerhausschlüssel. Den musst du wahrscheinlich mitnehmen. A brief on Ferch. Ja gut. Wer das lesen möchte... Das Ding, der den mitnehmen, das wirst du brauchen, ne? Was für ein Ding? Ja, die... Das Walletank? Ist tot. Wir werden keine drei Monate mehr überleben. Ja, wofür brauche ich dies, ist die Frage. Ja, du musst das Ding irgendwie einschalten. Oh, ich weiß jetzt, wo ich den Walöltank hinbringen muss. So. Ja. Von der Klinge eines Attentäters abgestochen wurde. Was geht da vor sich? Wie du dich ausdrücken kannst. Aber jetzt halt die Klappe. Mir wurde gesagt, dass hier noch ein paar Infizierte herumlaufen könnten. Sie stecken ab und zu die Köpfe raus, aber ich hatte so viel mit diesen Toten aus dem Kanal zu tun, dass mich das nicht gestört hat. Die Tollboys sollen sie ausräuchern. Wenn ein Wein einkommt, dann haben wir das gleiche Problem. Einfach.
Deswegen, die sieht mit ihren Seuchenwagen jeden einzelnen Körper ausweiden, bevor sie ihn hier reinwerfen. Wenn wir die Lichtwand wieder aktiviert haben, wird's einfacher. Neue Walöltanks sind unterwegs. Endlich! Ich habe Besseres zu tun, als nach den Dingern zu suchen. Genau. Ich kehre in die Zivilisation zurück. Oder was davon übrig ist. Viel Spaß hier drin. Und wo ist der Landbehörde, wo man eine Stimme müssen? Wahrscheinlich dort irgendwo bei dem Haus. Geh da runter, bitte nicht hier hoch. Ja, schön. Schlecht, was du da machst. Ah, den müssen wir wahrscheinlich da reinstecken. Ja, komm. Bitte hinterher und. Schneller, schneller, schneller. Ah, Mist! Das war's. Was denn? Und Valio dann? Sekunde, ich nehme hier nochmal alles mit, was ich tragen kann. Hier bitte ein Sicherheitsprotokoll. Und eine Notiz eines Unternehmers, okay. Aber ich weiß zumindest, wo ich den Walöltank hingeben muss. Zumindest ahne ich es, und zwar hier rein. Nein. Was zum? Was zum? Nein, nein. Nice. Wer sagt da nein, nein, was zum? Die Sache ist, von welchen Dächern kann man auf den solchen... Ah, ich weiß, von wo wir da drüber springen können. Komm jetzt. Oh! Wir sind ganz schön hoch. Da musst du nirgends hin. Ja, die Sache ist, ich musste auf die andere Seite. Na, das wäre tödlich. Ich hab mit den Leichen rum. Den. Ja, aber da muss ich, siehst du, da her. Oder nicht? Schau mal, ob das hier ausgeht. Ich glaube eher von dort drüben. Oder? Ja, du musst ja da drüber, genau. Ja. Auf die Mauer kann, da auf den Mauer, auf den Fußsprung, auf links, 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 das ist das. Oder was ist das für ein Fußsprung? Das ist aufgehört. Ja, die haben dich genatzt, glaube ich. Wir könnten natürlich auch versuchen. Das geht alles nicht aus. Genau. Worauf ich gehe. Nein, da hoch geht es nämlich nicht. Na, das geht ja nicht aus. Ja, leider. Wie geht's da auf? Nö. Boah! Da wäre ich fast einmal voll die Dröhnung runtergefallen. Nicht gut. Nein, ich muss dort runter. Das wird schon was ausgehen. Doch. Sogar perfekt. Hilfe! Alter!
Ich hab die volle Kanne über den Haufen gerannt. Gerannt. Gerunden. Ja, genau. Ja, von hier aus, glaube ich, nämlich. Von... Schnell. Na, ich... Wo soll's denn? Okay, der... Du musst am nächsten warten. Ja, leider. Ich so. Weiß nicht, auf was du jetzt gewartet hast. Das weißt du auch nicht. Siehst du das da hinten? Ja. Das ist eine Blitzwand. Ja, aber wenn du im Wagen drin bist, dann musst du jetzt vorher raus. Das muss ja gehen. Hat mich wer gesehen? Hey, das schaut geil aus. So. Kommt da mal wieder einer? Ja, musst du jetzt ein bisschen warten. Das hast du versäumt jetzt da. Stimmt. Das hast du versäumt. Ich weiß. Was ich ist weiß. Unser Zahnrad? Was war da? Wo ein Zahnrad? Rechts unten am Bildschirm war so ein Symbol mit Zahnrad. So, wenn ich das jetzt meinst, oder? Ja. Wenn ich speichere. Achso. Ich glaube, die Blitzwand wird mich nur töten. Ich glaube, wir müssten fast an den Tollboys vorbei, da irgendwo den Stecker ziehen und dann mit dem Wagen nochmal her und dann durch. So würde ich mir das zumindest jetzt gerade denken. Oder? Ich weiß nicht, ob du kommst. Vielleicht, wenn du da links oben gehst. Da oben. Bin ich höchstwahrscheinlich tot? Wieso? Gibt das Ding? Geht's sich aus? Na doch, geht sich aus. So nicht, da geht sich aus. Doch, da geht es sich aber locker aus. Aber jetzt probieren wir mal den Wagen, ich speichere. Ja. Jetzt auskippen lassen und erst dann er wieder zukippt. Hoffe. Und jetzt. Ja. Aufpassen, dass du wegkommst, gell? Rechtzeitig. Da kannst du oben. Da kannst du früher oben. Liegst du da jetzt da? Oben! Alles klar. Du kannst doch nicht eh unten durchschleichen, dich? Na gut. Ja, ich nehme mal an, mir wird nichts anderes übrig bleiben. Ja, aber da haben die Idee. Bedienstetenausgang. Das war total unnötig. Nee, war es nicht. Ist nämlich was. Ein paar nette Kleinigkeiten. So. So, die Sache ist jetzt, wir müssen genau den Zeitpunkt abpassen, wenn kein Tollboy herschaut. So. Ja, genau. Das ist das, was du nicht durchkommst. Aber du hast doch keinen Schlüssel. Oder ich manipuliere das Teil hier und jetzt müsste theoretisch diese Blitzwand nicht mich töten. Das war richtig. Ja. The Masked Felon, also der maskierte Rächer. Oder 30.000 Dinge.
cool. Du musst zu. Haha, wir hätten einfach da durch können, glaube ich. Na, das ist noch der Blitz. Ah ja, ja, stimmt. So, dann. Wir müssen zu Bitzbab. Jo. Alte Kanalisation von Dunwall. Spart am Werk nicht Fleiß und Mühe. Du bist dem überschwemmten Bezirk entkommen und nun auf dem Weg zurück zum Houndpits Pub. Schauen wir mein Herz hier um. Na? Eine Rune und zwei Knochenartefakte. Ich glaube, hier wird es von Weinern und so wimmeln. Ja, du solltest dich jetzt einmal um die Runen kümmern. Ja gut, das sind alle in die Richtung. Das sind aber alle weit weg. Ja? Du solltest über die Kanalisation gehört, Kassen, oder? Nein, das ist mein Ziel. Und hier ist doch irgendwas ganz in der Nähe. Da unten. Hier. Ein Knochenartefakt, Akrobat. Du kannst etwas schneller klettern. Ist jetzt, glaube ich, nicht so das Wichtigste, gell? Ja, wenn du für Kletterarbeit hast, ist das leiwand. So, ja, aber. Ist noch was in der Nähe? Ich kletter eh recht schnell. Sonst sind zwei Weine in der Nähe. Und dort Knochenartefakt, aber ich glaube, das sind wir eh hier am besten bedient. Was ist denn da? Ah, das sind mir zu viele. Schau dir nochmal um, mein Herz. Ja, die Sache ist, hier sind noch zwei. Ja, eben. Oder, Moment, ich könnte ja theoretisch abbrechen. Weil das schaut mir alles doch etwas weiter unten gelegen aus. Jo. Hm. Schneller sein, die geht automatisch zu. Kanalisation von Dunwall. Ja, rechts ist die Rune und das Knochen. Oh, es ist noch eins sogar. Hier schaut es doch so aus, als wird. Gut. Ich glaube, das ist ja alles etwas verschachtelter. Ist das ein Weiner oder? Wünschte, ich hätte einen letzten Schluck Whisky. Du bist der maskierte Kerl, der all die Lords und Ladies getötet hat. Du kommst hier nicht durch ohne den Kanalisationsschlüssel. Gib nur einen Ort, wo du an den Schlüssel kommst, und ich würde da nicht nochmal hingehen. Nicht für alles Gold im Dunwall Tower. Nicht nochmal. Vielleicht hättest du aber mehr Glück. Jemand hat uns in der Destillerie angegriffen. Mit den Ratten. Ich weiß, das klingt verrückt. Dann rannte es wieder in die Kanalisation. Wir kamen hier runter, um es zu töten. Slackjaw ging voraus. Lief schief. Ich konnte gerade so entkommen. Weiß nicht, was mit Slackjaw ist. Er hatte den Kanalisationsschlüssel. Slackjaw hat den Schlüssel. Okay, und irgendwer. Dann Ratten, Ratten überall. Slackjaw jagte sie. Tiefer in die Kanalisation. Und scheinbar kann jetzt irgendwer Ratten kontrollieren, oder wie ich das verstanden habe. Das ist ja beschissen. Oh shit. Da ist nicht das Ding. Bolzen. Warum schießt nicht?
Schiss aber der Hund. Ja, das zählt als getötete Gegner nämlich. Ja, bevor du hier bist. Ja, aber die töten mich ja nicht. So. Ja, solche. Du musst aber töten. So. So, das eine Teil, da ist mir mal wurscht. Schaut mal um und das Ding muss ein Internet sein. Wer? Die Runen. Ist genau in die andere Richtung, aber die wird beim Ausgang sein. Oh, hier ist das Knochenartefakt. Kombination erforderlich. Jellys nächste Aufgabe. Jelly, du alte Pfeife, ist noch eine Aufgabe für dich. Die Lumpengräfin, die alte Hexe, hat mir gesagt, dass man seinen Geschmack für Whisky im Monat des Windes verliert. Im Monat der Saat verliert man sein Augenlicht, im Monat des Eisens macht man seinen letzten Atemzug. Wenn du deinen Anteil willst, weißt du, was du zu tun hast. Okay. Ich glaube, das ist mit diesen Monaten sehr wichtig. Die 13 Monate, sehr gut. Ich nehme mal an, 1, 2, 3, ja, das wird dann die Kombi sein. Ja, was hier war nochmal die Notiz? Kannst du das mal merken? Wind, Saat, Eis. Wind. 5. Saat. 2. Und Eis. 8. 5, 2, 8. Jo! Right! Knochenartefakt, sehr gut. Perfekt. Und was ist das für eins? Wind des Schicksals. Nein, nicht so wirklich. Wenn da schon sowas steht wie in seltenen Fällen oder so, dann ist das meistens wirklich sehr selten. Weiter! Penner! Ja, ihr Penner! Das habt ihr verdient! So, die Sache ist jetzt... Okay... Ist der hier, gell? Nutze deine Ich weiß. Hoffe. Oh, danke. Wir sind da sicher. Das schaut doch fast so aus wie da im beim Destilleriebezirk. Keine Ahnung, ob das auch so gewollt ist. Wo ist das Ding? Die was? Ja, der Schlüssel zur Kanalisation. Der ist unter dir. Nein, da. Aha. Die Frage ist, wo sind Rune und Knochenartefakte? Sind beide ganz woanders. Wahrscheinlich direkt beim Ausgang. Hm, so. Hoch da. So. Pistole, Kugeln, Granate. Leere Flasche. Sonst ist hier doch hier. Ah, Sprengmine brauche ich nicht. Oder ist das Sprengmine, nicht Sprengmine? Gut, ich würde dann aber sagen, was uns dort hinten erwartet. Ich glaube, der Schlüssel kommt auf uns zu oder bewegt sich zumindest.
Das sehen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Dishonored. Genau.